Philipp ist BTA, das heißt biologisch-technischer Assistent. Er mag Punk und Frisbee spielen, ist Vorstand in der Partei der Humanisten und erzählt euch jetzt etwas über politischen Humanismus. So versöhnen wir die Gesellschaft. Philipp. Hallo erstmal und herzlichen Dank an alle, die trotzdem Wetter noch da sind. Ich bin ziemlich aufgeregt und kein besonders geübter Redner. Ich bitte schon im Voraus dafür Entschuldigung, wenn ich gleich nur noch ablese, dann ist das meiner Nervosität zu verdanken. Ich hoffe, ich krieg's hin. Das Thema ist recht komplex, auch daher die Karteikarten, damit ich es schaffe, halbwegs in den 10 Minuten zu bleiben. Worum es gehen soll, ist Leitkultur. Ist ja die wunderschöne Debatte, die vor kurzem wieder aufgeflammt ist in Deutschland. Und ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, schon seit längerem, wie eine Leitkultur aussehen könnte in Deutschland, die tatsächlich förderlich ist und die nicht alles nur noch schlimmer macht, sondern tatsächlich dazu führt, ein harmonisches Miteinander zu fördern und ein friedliches Zusammenleben möglicher zu machen und nicht weiter zu stören. Mein Vorschlag dafür lässt sich recht kurz zusammenfassen, nämlich eine bewusste Kultur der Menschenrechte. Das klingt erstmal ziemlich einfach und banal, ist gar nicht so simpel, wie sich das anhört. Ich werde gleich noch dazu kommen, warum. Der Vortrag wird sich grob in zwei Hälften teilen. Ich werde erstmal ein paar Sachen ankreiden, die ich finde, die momentane deutsche Politik sehr falsch macht und Dinge, die da sehr falsch laufen. Und dann hoffentlich an ein paar Beispielen, möglichst konkreten, darüber reden, wie man es hoffentlich besser machen könnte. Leitkultur und Willkommenskultur sind so Wörter, die fallen immer wieder. Wenn man Merkel eine Weile zuhört, wenn sie über Integration redet, dann wird ziemlich schnell deutlich, dass sie Integration als eine Art Geschenk begreift, dass wir, also biodeutsche, brave, blonde, blauäugige Christen, den anderen darbringen und für das sie Dankbarkeit erwartet und völlig verblüfft reagiert, wenn diese Dankbarkeit nicht kommt und sich nicht materialisiert. Darin offenbaren sich zwei wirklich problematische Dinge. Und das eine ist eine Idee von nationaler Identität, ein Grundverständnis von nationaler Identität, das auf der Idee von Blut und Boden basiert. Das heißt, diese sehr alte Vorstellung, dass Deutsch sein darf nur, wer hier geboren ist und am besten noch, wer noch deutsch aussieht. Wir haben ja jetzt schon viele Leute, die immer noch braune Haut haben, deren Eltern schon hier geboren sind, deren Großeltern schon hier geboren sind. Und bei denen wird in der deutschen Politik immer noch von Menschen mit Migrationshintergrund geredet. Deutschen mit Migrationshintergrund. Anstatt, dass man einfach von Deutschen redet, was sie sind. Das andere, was sich da offenbart, ist eine Art von oben herab Rassismus, der unbewusst da mitschwingt und der vielen auch gar nicht auffällt. Und der äußert sich darin, dass Zuwanderer, Einwanderer, Flüchtlinge aus was oder Zuwanderer aus was auch für Gründen auch immer, die werden nicht als selbstständige Subjekte wahrgenommen oder gesehen mit eigenen Wünschen, eigenen Vorstellungen, sondern die werden bloß als Objekte gesehen, an denen Deutsche entweder ihre Gastfreundschaft oder ihre Fremdenfeindlichkeit demonstrieren können. Da gibt es noch Applaus. Das Interessante dabei ist, dass es diesen paternalistischen Rassismus auch im linken Spektrum der Gesellschaft gibt, zu großen Teilen. Merkel kriegt da relativ oft Beifall für ihre Politik der offenen Grenzen, für ihr Wir schaffen das hat sie sehr aus der Linkspartei Beifall gekriegt. Aber auch in der Linkspartei gibt es diesen Rassismus, der sich da anders äußert natürlich, der beim grundlegend die gleiche Entmündigung zu Lichte trägt. Darin, dass alle braunen Menschen pauschal als Flüchtlinge bemitleidet und bemuttert werden müssen. Auch da sie nicht als volle Menschen mit eigenen Wünschen wahrgenommen werden können, sondern bloß als Objekt, an dem ich meine Gutmenschentum demonstrieren kann. Was absolut nicht hilft in der ganzen Kiste mit der Integration, ist, dass deutsche Politiker krampfhaft danach suchen, nach einem muslimischen Äquivalent der deutschen Kirchen. Die sind da ein bisschen hilflos, weil sie außer Religion keinen Weg kennen, auf fremde Kulturen zuzugehen. Und auch das ist ein großes Problem, weil das endet darin, dass Deutschland muslimische Kirchen sucht und was Deutschland findet, ist die DITIB und der ZMD. Bei der DITIB ist das in letzter Zeit schon öfter zur Sprache gekommen, dass sie ja als offizieller Arm der Religionsbehörde aus Ankara, also der türkischen Religionsbehörde, fungieren, dementsprechend sehr Erdogan-nahe, sehr konservative Ansichten propagieren. Der ZMD ist vielleicht weniger bekannt, das ist der Zentralrat der Muslime. Das ist auch ein sehr großer Dachverband,
ja, zuerst mal relativ großer Dachverband. Bei beiden Verbänden ist es aber tatsächlich so, dass die nicht wirklich wahnsinnig viele Mitglieder haben, gemessen an der Gesamtzahl der Muslime in Deutschland. Das heißt, die sind gar nicht so repräsentativ, wie die sich gerne hinstellen. Die tun immer so, als würden sie für alle Muslime sprechen, sprechen de facto für einen sehr kleinen Teil sehr konservativer Muslime. Beim ZMD, dem Zentralrat der Muslime, wird das besonders deutlich. Da kann man sich nämlich einfach die Mitgliederorganisationen, die in diesem Dachverband Mitglieder sind, angucken und findet ganz viele Organisationen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Da ist zum Beispiel der ATIP, der stellt auch den stellvertretenden Vorsitzenden des ZMD. Der ATIP ist ein Verein, der nach der Beurteilung des Verfassungsschutzes den türkischen Grauen Wölfe-Bewegung, der Ülkücü-Bewegung nahesteht. Das sind türkische Faschisten, also konservative, islamistische Ultranationalisten. Auch problematisch ist die IGD, das ist der Deutsche Arm der Muslimbruderschaft quasi. Es wird hierzu eine Nachlese geben, ich werde ein paar Links dazu da reinhämmern, das findet ihr dann auf der Homepage. Ich werde nicht mehr Zeit damit verbringen jetzt. Die Sache ist, dass auch unser braves, aufgeklärtes deutsches Christentum nicht wirklich besser ist. Die beiden Kirchen sehen nämlich in der Welle aus religiösen Zuwanderern oder aus Zuwanderern aus sehr religiösen Ländern hauptsächlich eine Chance, Religion wieder relevant zu machen. Die sehen da drin eine Chance, ihre bröckelnde Position in der Gesellschaft zu kitten und nähern sich dabei, ohne dass ihnen selber ausfällt, immer weiter selber dem religiösen Extremismus an. Das ist sehr schön. Also einmal ist es ein Problem darin, dass Zuwanderer generell auf ihre Religion beschränkt werden, die Religion zu dem einzigen wichtigen Merkmal hochstilisiert wird, zum einzigen gesellschaftlich relevanten Merkmal. Zum anderen ist es halt das Problem, dass die Kirchen selber sich in diesem Prozess immer weiter dem Extremismus annähern. Man sieht das ganz gut am gerade vergangenen evangelischen Kirchentag in Berlin. Die hatten nämlich interessante Gäste. Die hatten zum Beispiel eine Sprecherin aus dem Arbeitskreis Christen in der AfD. Muss ich nicht näher darauf eingehen. Die hatten auch eine andere Sprecherin noch, die offen für weibliche Genitalverstümmelung geworben hat. So, das war ziemlich viel Kritik. Ein Thema kommt noch. Der Rallye-Unterricht in deutschen Schulen ist was, das eine eigene Erwähnung verdient dabei. Religionsunterricht hat jeder hier wahrscheinlich gehabt, genossen mehr oder weniger. Ich finde das eines der größten Probleme für Integration in Deutschland, dass wir 6-jährigen Kindern beibringen, dass die Muslime in einen Raum gehen und die einen Lieder lernen und die Christen in den anderen Raum gehen und da andere Lieder lernen. Wir bringen 6-jährigen Kindern bei, dass es okay ist für Religion als einziges Thema. Für kein anderes Thema wird der Klassenverband geteilt, für Religionsunterricht wird er zerrissen, nach Konfessionen aufgeteilt und 15 Jahre später wundern wir uns, warum das mit der Integration nicht so wirklich klappen will. Dabei könnte es so einfach sein, das besser zu machen. Man könnte zum Beispiel einen gemeinsamen Religionskunde- und Ethikunterricht anbieten, in dem Kinder halt gemeinsam dieselben Lieder singen und auch geschichtlich fundiert wissenschaftlich darüber lernen, wie die Religionen auseinander entstanden sind und wie gerade die abrahamitischen Religionen sind ja alle drei sehr eng miteinander verwandt. Darauf könnte man hinweisen. Man kann auf die ganzen Gemeinsamkeiten der Religionen hinweisen. Das wäre alles möglich, wenn wir das nicht den Priestern überlassen würden. Auch im Geschichtsunterricht kann man das hinweisen. Wir lernen alle in der Schule, dass Griechenland die Wiege der Demokratie ist, dass griechische Philosophie ein sehr starkes Fundament für die westliche Kultur an sich ist. Wir lernen höchstens am Rande mal, dass die griechischen Schriften im Mittelalter ja in Europa alle verloren gegangen sind. Die sind alle verbrannt worden. Das war alles ketzerisch, das wollten die nicht. Im Mittelalter gab es davon hier nichts mehr. Das ist nachher wieder zu uns gekommen, aus den Bibliotheken der arabischen Welt. So, auch das wieder. Da sind natürlich auch Mitflüsse mitgeschwungen. Da sind künstlerische, kulturelle und Interpretationen mitgeschwungen, die unsere europäische Kultur mit begründet haben und die mit ausmachen. Da gibt es ein ganz reiches kulturelles Fundament, das wir einfach teilen mit einem großen Teil des Restes der Welt. Und auf das man einfach auch mal hinweisen könnte. Genau, da kann man sehr früh mit anfangen mit dem Ganzen. Man könnte zum Beispiel... Ein schönes Beispiel, finde ich, ist immer Weihnachten. Wenn deutsche Kinder fragen irgendwann, warum wir eigentlich Weihnachten feiern, und man kann natürlich sagen, ja, ist der Geburtstag von Jesus. Ja. Man könnte auch darauf hinweisen, dass
das mit der Sonnenwende zu tun hat, mit der Wintersonnenwende, und dass es die Wintersonnenwende überall auf der Welt gibt und überall, wo die Menschen unter einem harten Winter leiden, es auch Feste gibt, die das zelebrieren, dass der Winter ab diesem Punkt kürzer wird. Das heißt, ich kann einmal das meteorologische Phänomen aufklären, damit vielleicht irgendwie was Interessantes vermitteln und gleichzeitig ein Stück interkulturelle Kompetenz schaffen, schon in kleinen Kindern, damit, dass ich auch da wieder auf Gemeinsamkeiten hinweise, auf Dinge, die alle Kulturen, alle Religionen miteinander teilen. Schwupps, habe ich dem Kind ein Stück interkulturelles Verständnis vermittelt und habe vielleicht sogar auch ein bisschen Neugier für andere Kulturen erweckt. Ja, das Fazit, mit dem ich euch verlassen will, ist folgendes, dass nämlich zur Lösung der Probleme, der gesellschaftlichen Probleme, eine Strategie noch nicht versucht worden ist von der deutschen Politik. Und das ist, mehr Humanismus zu wagen. Das heißt, anstatt immer weiter auf Religionen mit all ihren kleinen Regeln und Unterschieden hinzuweisen, sich auf das zu berufen, was wir alle teilen. Menschlichkeit. Bisschen was habe ich noch? Die deutsche Politik tut das nicht. Wenn letztes Jahr ist in Berlin ein Attentäter in den Weihnachtsmarkt gefahren mit einem LKW, und Merkels Antwort als Staatsoberhaupt darauf bestand darin, an einem Gedenkgottesdienst teilzunehmen. Und das ist etwas, das verhindert, dass jeder sich mit dieser symbolischen Geste identifizieren kann. Sie hat ihre Trauer, ihre symbolische Trauer als Staatsoberhaupt, hat sie exklusiv christlich gestaltet. Da habe ich mich nicht von angesprochen gefühlt. Haben sich garantiert viele Muslime auch nicht von angesprochen gefühlt und ganz viele andere Kulturen ebenfalls nicht. Das ist wirklich ein schweres Versagen, denn damit versagt sie in ihrer Aufgabe als Staatsoberhaupt, in diesem symbolischen Trauerakt alle Bürger zu vertreten. Und das ist etwas, das nur neutrale Rituale bieten können. Das Zauberwort dabei, und das ist die Grundidee vom politischen Humanismus, so wie ich ihn verstehe, ist ein Minimalkonsens. Das heißt, der deutsche Staat sollte sich in seiner Funktion auf das beschränken, was wirklich alle Bürger teilen. Und damit seine kulturelle Position auf eben diese Menschlichkeit reduzieren, die alle Kulturen, alle Menschen gemeinsam halten und die jedem Individuum unabhängig von Religion oder ethnischer Herkunft offenstehen. Das sind Menschenrechte, individuelle Freiheit und das individuelle Streben nach Glück. Danke sehr. Also nachdem wir gerade gehört haben, wie man eine gute Rede hält, muss ich sagen, dass das dem ziemlich entsprochen hat. Und vielen Dank nochmal an dich.